Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen weiter Hogwarts. Wie ihr seht, habe ich immer noch so Panne-Sachen an, aber das macht nichts. Wir müssen auf jeden Fall zu den drei Besen nochmal, denn dort hat ja die Sirona auch eine Mission für uns. Letzten. Oh, wer ist er denn? Es noch leid tun, mich ausgeschlossen zu haben. Bitte um die mal, was ist er? Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lawleys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Auch mal was Böses machen, ne? Ich mach's. Ich besorge Ihnen die Venemosa Tentacula. Ich sehe, Sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Nehmen Sie so viel Kräuterkundebedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula. Cool. Nicht vergessen, okay. Ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Okay. Mal gucken. Ich muss wohl Mr. Lawleys Keller finden. Das wäre dieser da. Das muss es sein. Gehen wir da mal rein. Oh, oh. Das ist der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Revelio. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Was? Halt! Nein! Okay, es ist eine richtige Schleichmission. Die müssen wir nochmal machen. Versuchen wir nochmal. Okay. Das kann ist ich ihn der auch. Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Kann ich ihn auch betäuben? Revelio. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Was geht da im... Das waren wohl die Spinnen. Alohomora. Oh nein. Wo ist die Venemosa Tentacula? Da durchgehen können, okay. Er hat mal einen ganz schön großen Keller hier, der gute Mann. Revelio. Er kommt hier anscheinend nicht runter. Hoffe ich zumindest. Schauen wir uns jetzt mal alles weg, was wir finden können. Das ist sie doch, oder? Ich habe die Venemosa Tentacula. Jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück. Wir nehmen alles mit, was wir noch einsammeln können. Muss ich den gleichen Weg zurückgehen, dann kann ich unten noch was machen. Schon nervig, die Spinnen. Oh.
Incendio! Komm, trink! Nein! Impuls! Lazio! Incendio! So viele Schwerter. Ein Wunder, dass sie noch nicht das ganze Haus übernommen haben. Lazio! Incendio! Impulso! Contrindo! Alles mit uns finden hier. Muss mich nur wieder tarnen, glaube ich. Sonst komme ich ja nicht raus. Lass mich wieder rausschleichen hier. Gucken, dass der Typ sich findet. Revelio. Da steht er. Kommen wir bestimmt raus, ohne dass er uns sieht, glaube ich. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Huch, ich muss hier rausgehen. Muss hier stehen bleiben, okay. Sehr gut, sehr gut. Gehen wir schnell zu den Typen und geben ihm die Pflanze. Freut er sich. Ist die Besorgung für mich schon... Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Ich sag mal, ich hätte gerne eine Bezahlung. Es war gar nicht so leicht, sie zu besorgen. Ich würde gern für meine Mühe bezahlt werden. Tja, das ist nur gerecht. Sehr geschäftstüchtig von Ihnen. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zompus. Das war gut. Noch einmal vielen Dank. Sie werden... erreicht. So. Perfekt. Gut. Das war eigentlich unsere Idee hier. Ich wollte eigentlich nochmal zu Sirona in die drei Besen. Das können wir direkt mal machen, wenn wir hier sind, oder? Wo waren die drei Besen? Ich weiß nicht mehr. Da oben irgendwo? Kurz auf die Karte gucken. Machen wir mal einen Wegpunkt festlegen. So. Ah. So. Ab und zu ist es doch ein bisschen merkwürdig. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich stehe direkt hier davor, ne? Schon dumm von mir. Schön, dass Sie... Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Den Schmetterling habe ich leider noch nicht. Kommt aber noch, aber habe ich gerade noch nicht. Aber es kommt bestimmt noch. Hier ist noch jemand, der irgendwie ist. Da ist sie doch. So. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lord Gok gefunden? Ich habe mit ihm geredet. Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen,
aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Mach ich. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Gut, machen wir. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Achso, raus hier. Nördlich, sagt er. Gucken wir mal. Nördlich, das ist schon ganz schön nördlich. Aber haben wir da irgendwie mal eine Dings gefunden vielleicht? Gucken wir mal. Nee, haben wir nicht. Dann müssen wir also irgendwie hier aus dem Dorf raus und dann dahin fliegen. Norden, 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 in diese Richtung. Gucken wir mal. Huch. Kann ich echt... Oh, hier liegt was rum. Oh, ein bisschen Kohle. Kann ich eigentlich die Katzen auch einfangen mit meinem Sack? Müssen wir gleich mal ausprobieren, wenn wir eine Katze finden. Wäre gut zu wissen. Hier war der coole Kampf. Mit dem komischen Zwerg da. Zwerg-Troll, meine ich. Dann geht's raus. Roadpack, auf geht's nach Hogsmeade. Hallo. Bewegen Sie sich nicht so schnell. Wenn man sich an einer Derrick-Hall-Feder sticht, tut das weh. Sie ist die, wo wir die Sachen abgeben können zum Verkaufen, glaube ich. Hallo. Ah, willkommen bei Schnabel und Brut. Ich bin Ellie Peck. Und nein, ich habe keine Abraxane-Haare mehr. Hat alles ein Händler in Otteries and Catchpole gekauft. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Wampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Derrick-Hall-Federn? Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Früher hatten wir auch Derrick-Halls im Laden. Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Ich kann mir denken, dass das sehr ärgerlich ist. Da gibt es Schlimmeres. Die meisten Anbieter von Fupa-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Kein Wunder. Der Schrei dieser Dinger. Aber so herrliches Gefieder. Dafür lohnt es sich fast, verrückt zu werden. Das Ganze scheint mir nicht ganz ungefährlich zu sein. Das können Sie aber laut sagen. Früher hielten wir Tierwesen selbst. Das Geschäft lief super, aber das Murren meiner Eltern ging mir auf den Geist. Nicht meine Schuld, wenn sich wer einen Knieselfloh einfängt. Sie hätten sie hören sollen. Nein, nur noch Nebenprodukte. Aber ich muss sicherstellen, dass die Tierwesen gut versorgt werden. Bei manchen Interessenten kann man das nicht garantieren. Schauen Sie sich ruhig um. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd was verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Sie ist sehr witzig. Danke, das werde ich. Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Es war mir ein Vergnügen. Was verkaufen Sie hier? Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Ah, okay, guck mal. Die brauchen wir jetzt noch nicht, aber gut zu wissen, dass sie hier ist. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Danke. So, hier draußen können wir laufen, oder? Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ich kann immer noch nicht fliegen hier. Ich kann immer noch nicht fliegen. Bin immer noch in Hogsmeade drin? Na gut. Huch. Ich dachte, das wäre irgendwas, was man einsammeln kann. Kann man gar nicht. Sieht doch echt schön aus hier, ne? Was denn, Merlin? Ich hab was gehört. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Oh, warte. Gute Kampfstings.
Contringo! Incendio! Glacio! Halt still, du Gefulte! Das nicht Nora Treadwells kleines Retter. Du bist eine schlüpfrige kleine Schrake, nicht wahr? Perfekter Treffer! So, du Affe. Setzt eine Raune gegen einen Gegner. Das müssen wir das nächste Mal machen. Habe ich es vergessen? Aber egal. So, hier war irgendwo doch auch ein... Da. Ich hab kein Malvenkraut mehr. Ich muss Malvenkraut finden. Mist. Das normale Schaf oder kann ich einfangen? Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ja, wer weiß. Hier war auf jeden Fall jemand mal. Ach, guck mal, kannst du das leicht... Das Ding konnte ich jetzt nicht einsammeln, das macht doch nichts. Was gibt's hier? Na gut, wir müssen unseren Auftrag erledigen und nicht hier durch die Gegend schweifen. Über den einen Auftrag wollen wir auf jeden Fall ganz erledigen und dann können wir noch ein bisschen durch die Gegend schweifen. Ach, sieht alles so schön aus hier, ne? Kann man sich ein bisschen verlieren, muss ich zugeben. Ah, guck mal, hier kann man auch direkt hinflattern. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Brottle? Da ist sie doch schon. Rudolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Verzeihung, haben Sie gerade Rudolf Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolph, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolph wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Okay. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn sie mit dir reden wollen. Klar, rede ich mit ihr. Das Klärchen? Renrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolph wagte es, sich gegen sie aufzulehnen und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Wie kam ihr Bruder Bardolph nach St. Mungo? Ach, Bardolph hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolph standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Nee, sollten wir nicht. Unsere Heimat. Halt. Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Guck mal, wo sie ihr Lager aufgeschlagen haben. Da unten wahrscheinlich, ne? Okay, erstmal runtergehen. Ein
eins von Renrocks Lagern. Genau wie Madame Bowman sagte. Die Zauberer haben Angst. Zu Recht natürlich. Britannicus Totalus. Was würde ich für... Die Zauberer haben Angst. Zu Recht. Komm, Frigo. Einen Moment. Incendio. Lazio. Die Zauberer haben Angst. Mit Pulver. Oh. Lazio. Incendio. So. Ein Anhänger weniger, Renrock. Mal ganz komplette Lager ausgelöscht hier. Eins übrig. Okay, was finden wir noch Nettes? Ist da noch irgendwas, was hier liegt, das man brauchen kann? Nee. Schade, schade. Ich dachte, jetzt könnte man schon mehr Sachen finden hier. Hier ist nichts mehr. Oh, warte. Komm, noch einsammeln. Los geht's. Du wirst bereuen, hier zu sein. Okay, wir einigen, okay. In weniger Nacht. Ich hab dich neulich mit einem Fall verwechselt. Britannicus Totalus. Wie unkannt mein Gott. Lazio. Incendio. Repulso. Okay. Lazio. Ich werde Incendio. Die Unverschämtheit. Lazio. Konfringo. Incendio. Ja. Für den Affen. Kämpfe machen. Lager erledigt. Kann ich immer noch sagen. Kämpfe machen echt Spaß. Kämpfe machen echt Spaß. Aber ist hier irgendwas, was wir auch einsammeln können? Dann ist so ein altes Schloss. Und hier was drin? Da habe ich immer eine Truhe, die man nicht öffnen kann. Und wie geile Truhe. Da ist das ein altes Schloss. Gehen wir mal hin. Ist da irgendwas? Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Aha. Und magische Energie. Das ist alte Energie. Aber mal rein kommen wir nicht. Aber hier vielleicht über die Leiter. Wir gehen gleich zurück zur Claire Bomber. Jetzt will ich mal wissen, was hier drin in diesem Schloss ist. Ah, warte. Incendio. Was ist das? Was war das? War das diese Magie, die man einsammeln kann, von denen wir mal geredet haben am Anfang? Das kann natürlich sein. Okay, da können wir gleich nochmal reinhüpfen, glaube ich. Und muss irgendwas sein. Hier ist noch mehr. Nicht identifizierte Sachen sind auch wieder ganz gut. Truhe. Okay, das war's. Mehr ist ja nicht.
Schade. Gut. Fliegen wir zurück zu ihr. Die wird sich doch freuen über unser Ergebnis, oder nicht? Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Brock? Ich vermisse das geschäftige Treiben. Die armen Kunden. Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davongejagt? Wie? Es war schwer und sie haben sich gewehrt, aber ich hab's geschafft. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Was verkaufen Sie? Was kauft ihr denn? Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Wirklich. Brauchen wir nicht. Okay, sind wir noch zu... Müssen wir noch mal zu Frau Dingsbums da. Wie heißt sie? Frau Sportel? So. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich Sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Oh. Danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können Sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Das machen wir doch. So. Danke, Mrs. Brottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Hast du schon welche bekommen, du gieriges Weib? Nun gut. Südlich von uns. Südwest, muss diese Höhle da sein, oder? Die Höhle gemeint da? Sieht interessant aus. Ich weiß nicht, mal gucken. Ich glaube, er meint die Höhle. Incendio! Confringo! Incendio! Ich weiß nicht, ob die Höhle gemeint ist oder eine andere. Gucken wir mal. Können wir eh nicht aufmachen. Die Höhle ist einfach nicht gemeint. Was hatte ich gesagt? Wo ist die Höhle? Südwestlich von was? Wir gucken mal kurz auf die Karte. Wir sind auf die Aufträge. Ja. Kann ich schon sehen jetzt auf der Karte, oder? Da hinten ist sie wieder, okay. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Brottle erwähnt hat. Schwarz da
Schwarz-Weiß-Denken von seiner Meinung nach von geringer Vorstellung. Na, gehen wir noch mal rein. Horklump Hollow. Ein cooler Name eigentlich. Ich habe Mrs. Brottle die Horklumpe gegeben. Aber ich muss noch Sironas Briefe. Ich sollte mich umsehen. Nach den Horklumpen und der Schachtel mit den Briefen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Schwimmen kommen wir hier nicht. Also, schwimmen kommen schon, aber wir tauchen können wir hier nicht so vorläufig. Gut. Brauchen die ja eh. Ins Handy. Noch so aufmachen. Gut. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Wir können ihn auch bekämpfen, oder? Lass uns ihn bekämpfen. Der ist zwar, sieht zwar stark aus, aber ich glaube, so stark ist er gar nicht. Okay, ist doch etwas stärker als gedacht. Oh, da habe ich getroffen. No! Incendio! Komm, trink! Glacio! Impulso! Oh, das habe ich. Alter! Impulso! Fetten Schlag von mir jetzt. Schafft man es trotzdem. So, da sind aber Horn-Dinger. Aber hier sind die keine Briefe zumindest. Warum finde ich hier keine Briefe? Wo sind die Kackbriefe? Briefe? Wie sage ich das denn? Briefe? Wo sind die Briefe? So. Sag mal nicht durch. Trollpuppe. Lumos. Die Briefe sehe ich hier trotzdem noch nicht, aber nachgucken. Hier vielleicht? Nee. Oh, auf jeden Fall ein kleiner. Komm, auf jeden Fall ein kleines Geheimnis gesammelt hier. Ist auch immer ganz nett ist. Ja, nur die Treppe hier hoch, ne? Kann man euch einsammeln? Ne. Ah, die kann man nicht einsammeln, okay. Hätte ich jetzt gedacht, vielleicht, dass man die einsammeln kann, aber... Na gut. Die Briefe müssen ja hier irgendwo jetzt sein. Ein Brief. Mein lieber Sirona, wie konntest du alles bloß erkennen? Ich nehme an, dass du... Okay, das ist doch schon...
Das müssen Sironas Briefe sein. Ein Brief fehlt noch da. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Ja. Ich glaube, ist auch, das ist alles. Ist auch privat. Ich lese Sirona ja keine privaten wird... Sachen, ne? Nur so nebenbei. Gut. Ab zu Sirona. Okay, schaffen wir. Machen wir mal direkt mit dem Luke, ne? Da ist sie. Guck mal, was sie sagt dazu. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Nein, also ich wäre so gerne Hogsmeade mal. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort... So. Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Brottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. So, auch geschafft. Sie hatten sicher ihre Gründe, aber in Alfred Lawleys Haus einzubrechen, war keine gute Idee. Hä? Woher weiß sie das? Woher weiß sie das? Doofe Nuss. Gut. Ja, ich glaube, für heute war es das. Haben genug erledigt und beim nächsten Mal machen wir mit der Hauptstory mal wieder weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.